Bei einmal muss ich sagen, bin positiv überrascht vom Herrn Oettinger. Das Highlight für mich war der Oettinger. Also das nicht nur, weil ich jetzt auch aus dem Schwäbischen komme ursprünglich, sondern auch die Art, wie er erzählt hat, wie er Leute mitgerissen hat, seine Ansichten. Also war ich überrascht, sehr, sehr positiv überrascht. Das war überragend, was er an europapolitischen Dingen hier gebracht hat. Und ich muss auch sagen, von der Rhetorik sehr, sehr gut. Mal die Relevanz von Europa aufzuzeigen, die positiven Aspekte, aber auch über Digitalisierung zu reden und das verbunden mit Regionalität, fand ich klasse, sympathischer Typ. Schade, dass er sich zurückzieht aus der Politik. So wie ich gehört habe, wird er wahrscheinlich Präsident vom VfB Stuttgart. Die könnten einen guten Mann gebrauchen. Wenn man immer die Stammtischparolen hört, nur Deutschland, wie America first, Deutschland first, wird uns, denke ich, mittelfristig, langfristig, auch als Mittelstand, überhaupt nicht weiterbringen. Die Weitsicht sollten wir haben. Ich denke, es hat er sehr, sehr gut rübergebracht. Beruhigend, dass die Situation wohl doch nicht so schlecht ist, wie momentan in der Presse breitgetreten wird. Wirtschaftlichkeit, obwohl schon unterschwellig angedeutet wird, ja, wir sind am Höhepunkt. Und wenn man am Höhepunkt ist, kann es eigentlich nur abwärts gehen. Das ist so, was ich jetzt mitgenommen habe. Der Highlights für mich auf jeden Fall sind die Neugründer. Die sind toll. Es ist toll einfach zu sehen, dass sich was entwickelt, dass es weitergeht und vor allen Dingen, dass sich Menschen auch engagieren, trotz allem und sagen, ich habe eine Idee und ich will es umsetzen. Startups fand ich natürlich auch sehr interessant. Also das war irgendwie so erfrischend und hat Spaß gemacht zuzuhören. Ich fand den Mix auch spannend, also wirklich verschiedene Bereiche darzustellen und zu sagen, okay, so innovativ sind wir und so vielen verschiedenen Bereichen sind wir tätig. Schön, tolle ja. Sache. Ja. Wichtig ist, wenn man eine gute Idee hat, dass man sie auch umsetzt. Und da habe ich das Gefühl bei den jungen Leuten, dass die das machen. Ja? Vielleicht ein bisschen mehr Mut zu haben, mal quer zu denken und als immer den Standard abzuliefern. Also ich fand generell das Programm war sehr interessant. Das muss ich erstmal alles überdenken. Also das war so viel Eindrücke, das musste ich erstmal im Geiste sortieren.